Willkommen zurück zu Projektgas Die Karriere. Wir sind endlich, ist es soweit. Wir sind endlich in der Formula Rookie Weltmeisterschaft. So, da sind wir doch. Das erste Rennen und das erste Training wird dann erstmal in Sakido stattfinden. Das ist ja Fantasiestrecken. Apropos Strecken, es soll ja jetzt auch bald das DLC-Paket mit vier neuen Strecken rauskommen. Ich weiß aber noch nicht, welche Strecken es sein werden. Außer ich glaube Ruopana, das ist glaube ich schon ganz sicher. Und das nächste Fahrzeugpaket müsste jetzt auch bald auf dem Weg sein. Na, so. Tuning Setup, einmal das einstellen, das Setup hier wieder. So. Dann fahren wir jetzt mal direkt raus. Ah, wir kriegen noch keine Erlaubnis, hier rauszufahren. Aber jetzt haben wir die Erlaubnis. Ja, gestern ist auch eine sehr traurige Nachricht gewesen. Julius Bianchi hat es nicht, leider nicht geschafft. Er ist leider gestern verstorben. Oder gestern Nacht, glaube ich sogar. Oder? Gut, und Sakido erinnert natürlich auch sehr an Suzuka. Genau hier ist er nämlich so abgeflogen in das Bergefahrzeug rein. Gut, der war jetzt auch 9 Monate lang im Koma. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Nur die Strecke hier zum Beispiel, die mussten sie ja ändern. Das war ja früher Suzuka. Und das mussten sie ja dann so ändern, dass das nicht mehr zu erkennen ist als Suzuka. Deswegen heißt die Strecke dann ja eben auch Sakido. Ist aber trotzdem in Japan. Komm schon. Oh, da haben wir uns verbremst. Sind wir fast stecken geblieben jetzt im Kiesbett. Ah, scheiß Nase juckt. Gut, ich finde die Strecke jetzt, wäre es Suzuka, finde ich sie korrekt. Da sie aber viele Sachen noch drin gelassen haben, jetzt wie zum Beispiel den ersten Turn ist ja fast komplett noch drin, ist die Strecke eigentlich gar nicht so schlecht. Nur nicht mehr so schön flüssig zu fahren, wie in Suzuka eben ist. Noch abgeräumt hier fast. Vom Computergegner.
komm. Wunderbar. Wir sind jetzt immer noch auf Platz 16, weil wir immer noch keine gezeitete Runde hingekriegt haben. Ja, 1,28 ist ein bisschen langsam. Aber ich denke mal, die wird auch nicht gegelten haben, weil wir ja hier in der Kurve rausgekommen sind, in der ersten oder zweiten Kurve war das ja. Schon. Ja, 1,4 Sekunden schneller. Fast 1,5 Sekunden sogar. Obwohl wir einen vor uns haben, der uns etwas behindert. Aber wir können trotzdem schnell fahren. Weil er das gleiche Tempo wohl vorlegt. Sekunden mal eben so gefunden. Oh nein, nein. Aber die Runde geht immer noch. Die ist nicht aberkannt worden. Aber die wird jetzt auch nicht gut genug, weil wegen dem Fehler. Die ist jetzt sogar noch langsamer. Ach, doch ein bisschen schneller. 3/10. Aber normalerweise wären wir jetzt fast 4 Sekunden schneller gewesen. Ah, da kommen wir von der Strecke ab. Die Zeit ist schon mal weg. Und wir haben nur noch knappe 2 Minuten 50. Um jetzt hier irgendwie noch eine gute Rundenzeit hier rauszuholen. Aber so. Na, das Auto lenkt manchmal nicht ein. Das ist komisch manchmal. Manchmal lenkt es zu viel ein, manchmal gar nicht. Na, ich glaube, wir sind auch wieder zu lang übersetzt. Ich glaube, wir müssen mal mit der Übersetzung ein bisschen runter. Das könnte uns auch noch mal eine Sekunde bringen. Da wir den Schwierigkeitsgrad etwas erhöht haben, wird es natürlich jetzt auch schwerer, die Pole Position zu holen. Aber wir sind ja jetzt auch nicht mehr in der europäischen Meisterschaft, sondern in der Weltmeisterschaft. Und da kann das ruhig auch mal ein bisschen schwerer werden. So, jetzt die Runde muss jetzt passen. Die Runde muss jetzt passen. Weil wir haben jetzt nur noch gute 1 Minute 40. Also können wir noch maximal eine Runde fahren. Maximal zwei. Aber da das ja hier nicht geht, ist der dann direkt beendet. So wie ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Komm schon. Wunderbar. Und dann habe ich auch noch eine Ankündigung zu machen. Am Wochenende ist ja jetzt das 24 Stunden von Spa. Und das werden wir auch simulieren. Ich denke mal aber, dass ich das live bringen werde auf Twitch TV. Also 24 Stunden live stream. Ich denke mal, dass ich das dann samstags machen werde, weil samstags ja auch das Rennen ist. Boah, 8 Sekunden.
18. gefunden und immer noch auf Platz 16. Boah, dann ist die KI hier aber richtig gut. Ja, das ist jetzt auch zu Ende. Und es uns fehlen fast 3 Sekunden. Okay, da müssen wir wohl doch mit dem Setup noch mal ein bisschen rumspielen. So. Fahrzeug. Nee, automatisch mit Wetter, genau. Dass das Ding nicht ganz so lang übersetzt ist. Alles andere kann so bleiben. Geht auf jeden Fall schon mal besser. Zieht viel besser. Das muss jetzt passen. Tight at the front, but you can do this. Let's put the car on pole. So. Gut, die Reifen sind auch schon wieder kalt. Na gut, wir sind jetzt auf der Geraden etwas zu langsam. Wir schaffen wir jetzt nur 190. Ich glaube, wir müssen den doch wieder länger übersetzen. Aber da das ja die Strecke hauptsächlich eigentlich aus Kurven besteht, ist das eigentlich halb so wild, also dann brauchen wir nur den vierten Gang länger übersetzen. Ein dritter Gang kann so bleiben. Es fängt ja an zu regnen. Also wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier schnellstens die Zeit fahren. Wir sind auf jeden Fall schneller geworden. Und hier fängt es richtig an zu pissen jetzt. Die Zeitverbesserung können wir jetzt eigentlich schon wieder vergessen. Wir werden jetzt ganz langsam in die Box fahren. Zurück. Den vierten Gang noch mal länger übersetzen. Aber die Strecke ist schon komplett pitschnass.
Man sieht es an der Spiegelung. Ja, und es, man merkt es auch. Es ist extrem rutschig. Gut, Platz 6 ist auf jeden Fall besser als Platz 16. Also haben wir schon mal ein paar Sekunden gefunden. Oh, was ist denn jetzt los? Da ist das Heck auf einmal weggebrochen. Ja, und die Lenkrad ist jetzt auch krumm. Ah, das war jetzt nicht so gut. In die Box. So, dann machen wir jetzt direkt das wieder länger übersetzen, das Auto. Zumindest im vierten Gang. Dass wir da etwas länger übersetzt sind. Wir fahren jetzt mit den Regenreifen raus, nochmal ein bisschen die Strecke auch gucken, wie sie sich mit Regenreifen verhält, das Auto auch. Wir haben jetzt noch 4 Minuten gute. Dann können wir jetzt nämlich auch noch gucken, wie die Regenreifen funktionieren. Und ob sie auch funktionieren. Kommen wir jetzt auch noch ins Kiesbett. Aber die Reifen müssen auch erstmal warm werden. Die sind immer noch kalt. Das dauert auch. Ja, hinten links ist schon warm. Perfekt. Ah, jetzt nur noch vorne rechts der Reifen. Ah, da kommen wir hier von der Strecke ab. Eigentlich ist es ja unmöglich, die Zeit noch zu verbessern irgendwie, aber wir werden es jetzt trotzdem versuchen. Na, 201. Wird das noch ein Ticken länger übersetzt werden? Der vierte Gang. Na, ist jetzt klar, der Regen geht jetzt wieder weniger. Aber es ist immer noch am Regnen. Naja, jetzt nicht mehr. So ein Mist. Zum Glück haben wir jetzt schon mal eine Runde gefahren. Ja, hinten links, der überhitzt auch schon der Reifen. Komplett links überhitzt. Jetzt auch hinten rechts. Ja, rausfahren brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir starten also im ersten Rennen von Platz 9 aus. Also mitten im Getummel. Den vierten Gang übersetzen wir jetzt doch nochmal ein bisschen länger. Weil wir ja jetzt von hinten so in der Mitte losfahren müssen.
komm schon. Einen guten Start haben wir erwischt. Keiner an uns vorbeigegangen und wir haben aber auch keinen überholt bis jetzt. Ah, da. Das ist immer das Problem mit dieser Wiese. Du kommst einmal auf die Wiese, zack, dreht sich das Ding komplett auf einmal, ob es da gar nicht mehr lenkbar wäre. Das müssen wir unbedingt noch ändern. Das, genau wie das jetzt hier nach vorne rollt, wenn ich die Bremse treten würde. Was war das denn jetzt? Okay, wir haben hier einen Fehler. Dann machen wir jetzt nochmal starten. Da ist irgendwas nicht richtig. Der schaltet immer direkt wieder automatisch zurück. Komischerweise. Green, green, green. Go, go, go. Ah, jetzt funktioniert's wieder. Oh, da zieht der hier einfach vor uns. Da werden wir jetzt beinahe noch reingefahren. Oh, wieder völliges Chaos hier in der ersten Kurve. Jetzt erzähl nicht mit der Brechstange versuchen. Weil die kommen wieder Gegner hier so strohdoof sind. Ah, da bricht unser Heck auch auf einmal weg. Ah, jetzt müssen wir wieder komplett von hinten losfahren. Ah, das Rennen haben wir schon können wir eigentlich schon wieder vergessen. Ah! Aber jetzt starte ich nicht nochmal neu. Wir fahren das jetzt zu Ende. Jetzt ist mit Neustarten vorbei. In der ersten Kurve kann man das ja vielleicht noch machen. Aber in der ersten, also jetzt schon in der zweiten Runde, dann kann man das nicht mehr machen. Ah, was ist denn los? Man bremst und das Ding bremst hinten weg. Das ist irgendwie, ist da wieder ein komischer Fehler. Mit der Bremsverstellung. Ich glaube, das liegt nämlich wirklich an der Bremsverstellung hier. Dass die komplett jetzt auf die Hinterachse sich verstellt hat, irgendwas. Lässt sich auf jeden Fall nicht mehr so gut fahren, das Auto. Na gut, dafür dürfen wir dann im ersten Rennen, glaube ich, vorne nach Pole Position losfahren. Ja, das wird ja dann umgekehrt hier. Ich habe eigentlich gedacht, wir könnten hier vielleicht ein paar Punkte holen, aber das wird nichts. Na, ich glaube, das könnte natürlich jetzt auch gerade an den Reifen gelegen haben, dass die auch noch nicht richtig Temperatur hatten. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ja, erste Rennen haben wir eindeutig verloren. Eindeutig jetzt sogar. Haben trotzdem noch einen Punkt dafür gekriegt. Für Platz 16. Ja, wir dürfen jetzt von der Pole Position losfahren. Aber wir gucken jetzt erstmal nach den Bremsen. Das machen wir erstmal weniger.
Bremsballons ist 60%. Das ist doch richtig alles. Verstehe ich nicht. Ja, dann waren das wohl doch die Reifen, die nicht warm waren. Ja, nicht wieder vorrollen. Okay, mate, let's get a nice clean start. Control the wheel spin and watch your mirrors. Let's get to the first corner first. Das war mein Handy. Keine Ahnung, wer mir jetzt schreibt. Ah, dann werden wir hier von der Sonne noch geblendet. Jetzt brauchen wir das Ding eigentlich nur noch nach Hause fahren. Und aufpassen, dass wir jetzt hier nicht überholt werden. Wir müssen hier verteidigen. Ah, da ist schon der. Da ist er schon neben uns. Wo kommt der denn auf einmal her? Ah, da fängt halt wieder an. Ja, das musste ich jetzt so machen. Sonst hätten wir nämlich jetzt alles verloren wieder. Wir sind hier zu langsam. Wir sind zu langsam. Müssen wir den Podiumsplatz jetzt hier aber richtig verteidigen. Ja, und wir haben den ersten Podestplatz in der Weltmeisterschaft. You're on the podium. Top job. You earned that one today. Ja gut. Ihr seht's ja selber. Podestplatz haben wir jetzt gereicht. Ja, dann sage ich jetzt mal bis morgen, weil jetzt wird das Let's Play wieder jeden Tag kommen. Ja gut, dann sage ich mal bis morgen. Ciao.